Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. Jetzt wird einem angezeigt, dass hier das ist. Aber wir haben Henry noch nicht gespielt, weil ich hab mal eben geguckt. Weil ich dachte, hey, der Wolf, aber es war ja gar nicht Henry, sondern das hier wäre anders. Da ist auf jeden Fall eine verschlossene Tür noch, somit müssen wir mit der Vivalde Schmiede weitermachen. Und wir haben zwei Fertigkeitspunkte, die wir vergeben können. Und dann geht es zack, zack, und dann haben wir den. Und dann gehen wir endlich nach hier unten drauf, wovon ich schon die ganze Zeit irgendwie rede, aber nichts mache. Oh, große Stufen hoch. Sag dieser Arschwolke, dass ich war nur neugierig, Zwerg. Es lag mir fern, dich zu beleidigen. Ich wollte nur mein Wissen erweitern. Die Zwerge geben nichts kostenlos her. Entschuldige die Ablenkung, Meister Schmied. Ich werde dich arbeiten lassen. Und? Was soll ich dir heute fertigen, Harvey? Bodenlose Hosen, falls du dir auf dem Schlachtfeld einscheißen musst? Worüber hast du mit dem Baumeister gesprochen? Harvey, meine freundliche Obhut. Du weißt, wir Zwerge geben nichts kostenlos her. Wenn du eine Antwort willst, verlange ich etwas im Tausch dafür. Und was? Eine verborgene Wahrheit, die nur dir bekannt ist, Weitblicker. Lass mich an deinem geheimen Wissen über die Welt teilhaben. Die Menschen werden Ragnarök überleben. Im Holze Hudmimirs werden sie Zuflucht suchen und vom Morgentau leben, bis sich ihre Zahl wieder erholt hat. Die Menschen sind ein wahrhaft wackeres Geschlecht. Viel stärker, als wir es ihnen zugestehen. Also, du hast gefragt, was dieser Sack voll Schafsgedärme wollte. Er wollte wissen, wie Magie euren Huger beeinflusst. Warum sollte es ihn interessieren, wie mein Geist auf Magie reagiert? Nicht nur deiner, Harvey. Von euch allen. Aesir und Vanir. Ich sagte ihm, er soll seine Scheiße woanders schippen. Wenn das alles war, kannst du dich jetzt verpissen und mich arbeiten lassen. Wir will uns da wäre können. Noch eine Sache. Kannst du mir eine unzerstörbare Kette schmieden? Ketten sind überbewertet. Ein schwaches Glied und sie ist wertlos. Lass mich ein Seil fertigen, das selbst Thor nicht zerreißen könnte. Es muss aber stark genug sein, eine mächtige Bestie zu fesseln. Ich werde meinen Schweiß in dieses Seil fließen lassen, Harvey. All mein Wissen und all meine Fertigkeiten werden es stärken. Und was erhalte ich dafür? Leiste, was du versprochen hast, und dein Vertrag ist erfüllt. Meine Nase juckt. Wo ist die Falle? Keine Falle, kein Haken. Fertige dieses Seil an und ich entlasse dich aus deiner Dienstpflicht. Um solch ein Seil zu fertigen, brauche ich einige unmögliche Zutaten. Nennen sie mir. Sieh, ich habe die Sehne eines Bären, den Atem eines Fisches und... Den Tritt einer Katze? Die Wurzel eines Berges. Wie finde ich sowas? Woher soll ich das wissen? Die Rätsel werden dich führen. Ich habe keine Geduld für Rätsel, Zwerg. Diese Rätsel sind so alt wie die Welt.
weitergegeben von Nyi und Nidi an Nordri und Sudri, Austri und Westri, Altjof. Ich verstehe. Ich bin bald zurück. Die Rätsel werden uns führen. Balin, Bivor, Bavor, Bimbor, Nori, An. Ja, ja, laber du mal weiter. Alter. Okay. Fest. Ja, Asgard. Mit einer einen Katzentrand. Die Waldis-Rätsel sind bei einem Questgegenstand immer mit. Oh Gott. Über dem Tor der großen Halle des Nordens sitzt geduldig eine goldene Katze mit dem Blick auf vielen und wird sie gefunden, flieht sie doch Holgier ohne Furcht. Sie springt gleich hinab, fühlt sie dich zum Ende. Am Ende schwebt sie zu Boden, lande ebenso still ihr Holz. Tor über dem Tor der großen Halle, okay. Da sind wir schon mal über dem Tor der großen Halle. Goldene Katze nach Dorland. Jetzt kommt Eze. Sind das eigentlich Teleporter hier? Nur so nebenbei. Frage, wo ich mich jetzt hin teleportiert habe. Von da. Okay. Da ist Katze. Sieht da ein. Da ist die goldene Kette. Die goldene Kette ist gemein. War bei der falschen. Huh.
Eine von Freyas Statuen. Wer hat dich da hochgebracht, Kätzchen? Folge ja ohne Feucht. So ist das also. Führe mich geschmeidig. Wohin führst du mich nur? C kann ich also. Ich muss hier rüber. Ich wette, hier geht's dann runter. Weiß ich, dass ich das jetzt schon machen muss? Nö. Shit. Mist. Ich hab's echt aus den Augen verloren. Ich hoffe, man kann es jetzt mal von vorne direkt machen. Nee, sie steht nicht mehr hier. Shit. So, hier rüber gesprungen. Oh lol. Es gibt nur einen Weg nach unten. Ich hab's. Wer hätte gedacht, dass man ein Geräusch einfangen kann? Okay, mit der Katze haben wir. Ein felsiger Wiege auf Asgardzön schläft die Saal Mirs kalten Griff. Wärme sie wach, bring sie zu Wasser. Was? Auf Asgards höchsten Höhen, ja. Lebt die Saat? Okay, also ich habe das Gefühl, ich muss hier hinten auf den Berg. Aber what the fuck muss ich da tun? Mit der Katze habe ich ja noch Kraft.
Das sieht nach dem richtigen Ort aus. Wirklich. Da ist der Samen im felsigen Griff des Berges. Vielleicht befreit ihn etwas Hitze aus der Umarmung. Die Saat wird keine Wurzeln schlagen, wenn ich sie nicht wässere. Ich muss Ivaldi die Wurzel besorgen, bevor sie zu fest sitzt. Mal sehen, was du damit anfängst, Ivaldi. Okay. Es war leichter als gedacht, tatsächlich. Dieses Rätsel zu lösen. Und ging schneller. Mal sehen, was du damit anfängst, Ivaldi. Kann ja aber auch mal gut laufen, oder? Ich erkenne einen Katzen. Ich habe alles gefunden, wonach du verlangt hast. Wie schnell hast du dieses unzerreißbare Seil fertig? Sobald es fertiggestellt werden möchte. Diese Art von Magie darf man nicht drängen. Sie fließt in ihrem eigenen Tempo. Komm zu mir, wenn es bereit ist. Übrigens, nach unserem Gespräch über den Huga kam mein Vetter mit seiner eigenen Geistergeschichte. Ich glaube nicht an Zufälle. Dies ist also kostenlos. Was hat er gesagt? Borin, der Mann seiner Schwester, trank Met aus Jötunheim und sein Huger landete in einer Ziege. Der Geist eines Zwergs im Körper einer Ziege? Noch seltsamer war, dass seine Schwester nichts bemerkt hat. Havi! Zieh mich da nicht mit rein. Der Turm ist fast vollendet. Sei unbesorgt. Es bleiben nur wenige Stunden. Und doch zu viele. Ich fühle, wie sich die Falle um mich schließt. Die Falle zu erkennen, ist der erste Schritt, sie zu umgehen. Es kümmert dich nicht, wenn ich mit diesem Baumeister vermählt werde, oder? Hab keine Angst, Freya. Was auch immer heute geschieht, deine Vermählung mit dem Baumeister gehört nicht dazu. Hab wenigstens den Anstand, deinen Vertrauensbruch zuzugeben. Es war falsch von mir, dich so zu benutzen. Ich werde den Baumeister stellen und die Wahrheit aus ihm herauspressen. Eine schwache Entschuldigung, aber fürs Erste soll sie mir reichen. Wenn du mit dem Baumeister fertig bist, solltest du dich um Loki kümmern. Er hat jede Gelegenheit genutzt, uns tiefer hineinzureiten. Wenn Loki Ränke schmiedet, sorge ich dafür, dass er bestraft wird. Blutschwur hin oder her. Loki hat den Baumeister geholt. Baumeister? Ich probiere es mal von dieser Seite. Dahin zu gelangen. Haben Sie den Fall? Na, sehe ich. Ich gehe vor.
Hier! Jo, das ist gar nicht mal so ein kleiner Ton, ne? Vielleicht hätte mich euch runter teleportiert. Eleganter neuer Sprung. Nicht mein bestes Werk, aber ihm wohnt ein gewisser Glanz inne. Nun denn, wo ist meine Königin? Du bist fertig? Der Turm ist einsatzbereit? Eine Rune fehlt. Ich füge sie hinzu, sobald ich vermählt bin. Wer hat dir geholfen, die Arbeit abzuschließen? Allein hättest du es so schnell nicht schaffen können. Unsere Übereinkunft hat mir Hilfe von außen nicht verboten. Nun, wo ist Freya? Das Warten ermüdet mich. Hilfe von außen? Interessante Wortwahl. Sei gegrüßt, Havi. Sei gegrüßt, Baumeister. Wir bringen dir deine Braut. Freya, meine Angebetete. Warum grinst sie so schelmenhaft? Weil es Loki ist. Sie hungert, Baumeister, nach dir. Ihr verlangt es danach, dich wie einen saftigen Leckerbissen zu verschlingen. Fabelhaft. Es wird sie freuen zu hören, dass ich denselben Hunger verspüre. Unsere Vereinigung wird ein Fest der Sinne werden. Genug geredet. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Wirst du deine Arbeit beenden? Verzeiht, doch warum hat sie solch wilde Augen? Sie hat etwas von einem Tier. Ob schlafend oder wach, ihre Augen sehen nur dein Bild. Allem anderen gegenüber ist sie blind. Geblendet von Liebe oder Ekel? Ich verstehe nicht, was du meinst. Schinde keine Zeit und küss sie endlich. Besiegle deine Verlobung. Ja, ein Kuss. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Festmahl. Herrlich. Deine Lippen sind zwei Kissen auf einem Bett aus Rosenblüten. Und deine so kalt und rau wie ungeschliffener Stein. Was ist das für ein Trick? Stimmt etwas nicht? Ihre Stimme, sie ist garstig. Mir wurde gesagt, sie wäre verführerisch. Von einem Wolf. Betrug! Bringt mir die echte Freya oder ich ziehe mein Angebot zurück. Ich bringe mich selbst, wenn es dir recht ist. Vor allem auch viel kleiner. Freya, du musst doch nicht... Ihr habt kaum etwas, Aesir. Nur dieses nutzlose Denkmal eurer Unfähigkeit. Du warst ein guter Junge, Thor. Verspiel das jetzt nicht. Und du, Havi. Du wolltest der Verantwortung entgehen, indem du keine Wahl trafst. Doch auch das war eine Wahl und sieh, wohin sie uns gebracht hat. Noch bist du niemandes Preis.
Wenn dieser Plan misslingt, kämpfe ich für dich, bis meine Sehnen reißen und meine Knochen brechen. Habt ihr dieses traurige Schauspiel nur für mich ausgeheckt? Da spielen sich ja auf dem modernden Kadaver eines Schweins bessere Dramen ab. Beende deine Arbeit oder leide. Keine Freya, kein Schild. Nach Hilhelm mit ihm, Harvey. Ich weiß, wo er seine Zauberfarbe aufbewahrt. Zeig es mir. Tor, Tür. Behaltet unseren Gast im Auge. Freya, ich hoffe, wir beide können uns nachher unterhalten. Warum trägst du noch immer Freyas Gestalt? Zur Erinnerung, um wen es geht. Verwandle dich zurück. Es ist verstörend. Wohin gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht pausenlos beobachtet. Also du weißt nicht, wo seine Vorräte... Ganz sicher in der Nähe. Er hat dieses Gebiet nie verlassen. So gut wie nie. Ja, jetzt komme ich da rein. Ja. Wir haben das Nest des Wurms gefunden. Ich muss mich in Acht nehmen. Drohnen. Ich kenne sie. Die Vorräte des Baumeisters müssen hinter dieser Tür sein. Loki, geh mir zur Hand. Nicht, was wir brauchen. Wir wissen schon, auf wessen Seite er ist. Gut, schlagen wir diese Tür an. Warte, Loki. Was sorgt dich, Harvey? Loki, kanntest du diesen Baumeister, bevor wir ihn bei Heimdalls Turm trafen? Ob ich ihn kannte? Als Freund? Oder seinen Namen? Hast du ihn eingeladen? Ich... Das hab ich. Ja, er rettete meinen Sohn aus Jötunheim... Also brachte ich ihn her und half ihm, Arbeit zu finden. Das ist alles. Bring das in Ordnung, Loki. Oder der Blutschwur, der mich bindet, ist verwirkt. Für dich und deinen Sohn. Ist das klar? Wie der wolkenlose Himmel, Harvey. Ja, aber bevor wir die Tür aufbrechen, sind wir am Folgenden angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ansonsten gerne auch den Kanal supporten, indem ihr den Abo-Button drückt und natürlich die Glocke aktivieren, wenn ich keine Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.